Hallo und ein herzliches Tag aus Münster. Heute geht es endlich weiter mit unserer kleinen Whisky-Reihe Whisky 1x1. Wir sind bei einem sehr interessanten Punkt angekommen. Heute geht es um Holz, respektive die Fässer, die aus diesem Holz bestehen. Vorweg, was rauche ich? Meine schöne Faunpfeife mit dem Faun English Blend und Vanilla, hieß er früher, jetzt heißt er glaube ich nur noch English Blend. Diesen Tabak möchte ich euch nochmal herzlich empfehlen, weil der mich als Nicht-Aromatenraucher sehr, sehr positiv überrascht. Er hat ein Vanilla Casing und in Verbindung mit dem Latakia, der dort verarbeitet wurde, ist der also hundertprozentig gut für mich als, wie gesagt, Aromatenproblematiker rauchbar. Und er bleibt auch in der Pfeife durchgehend in dem Geschmacksbereich und auch die ganze Dose. Also ich habe hier zum Beispiel mittlerweile nur noch ein paar Krümel drin und nichtsdestotrotz schmeckt mir der Tabak immer noch so wie die erste Mischung oder die erste Pfeifenfüllung, die ich aus dieser Mischung, aus der Dose geraucht habe. Erinnert mich sehr positiv an den HU Tabaco Raiko Chocolat. Der war so ähnlich. Gut, der war jetzt mit einem Kakao-Casing, der ist jetzt mit Vanille. Ist aber für mich relativ ähnlich und ich finde ihn sogar noch einen Tick besser als den Raiko Chocolat, weil der konstanter ist, als der Raiko zumindest für mein Rauchverhalten in meinen Pfeifen gewesen ist. Also, warme Empfehlung, Horn English Blend. Ja, Holz. Ich lege mal die Pfeife aus der Hand, dann versteht ihr mich besser. Ich möchte mit euch über Holz sprechen. Holz kennen wir, klar, von unseren Weinfässern her und so weiter. Das ist alles bekannt. Es ist Eichenholz, was da hauptsächlich verwendet wird. Sicherlich aufgrund seiner Festigkeit und seiner Verfügbarkeit auch. Der Schotte, und in unserer kleinen Reihe geht es ja eigentlich hauptsächlich um schottischen Malt Whisky, verwendet grundsätzlich eigentlich zwei verschiedene Arten von gebrauchten Fässern. Auf der einen Seite sind es ehemalige Bourbon, also amerikanische Whiskyfässer, und es sind Fässer aus Europa, in denen Sherry oder auch gewisse Weine vorher mal gelagert wurden. Der Hintergrund, dass Ex-Bourbon-Fässer, ex-amerikanische Fässer benutzt würden, ist ganz einfach zu erklären. In Amerika ist es sehr, sehr lange Vorschrift, oder schon seit sehr, sehr langem Vorschrift, dass amerikanischer Bourbon-Whisky in 9 Eichenfässern lagern muss. Sprich, es gibt da so die alte Geschichte, dass ein ehemaliger Mitinitiator dieses Gesetzes wohl jemand war, der angeblich Wälder und in der Holzwirtschaft natürlich Geld hatte und dann damit dafür gesorgt hat, dass er halt immer fleißig an die Brennereien verkaufen konnte, weil die mussten ja halt immer neue Fässer kaufen. Ob dem so ist, habe ich jetzt nicht geprüft. Ist eine schöne, romantische, typische Whisky-Geschichte und kann man so stehen lassen, denke ich. Gut. Diese amerikanischen Bourbonfässer werden dann also von den Schotten aus Kostengründen natürlich, weil sie günstiger sind als neue Fässer waren, dann gerne eingesetzt. Ähnlich ist es mit den Sherryfässern. Angeblich war es so gewesen, dass früher in London sehr viel Sherry getrunken wurde und andere ähnliche Weine. Und dass dann die Fässer, die dann halt dementsprechend geleert waren, in London relativ günstig zur Verfügung standen und von den Schotten, preisbewusst wie sie bekanntermaßen sind, gerne halt eingesetzt wurden, um da günstig an Fassware zu kommen. Hat sich mittlerweile ein bisschen gedreht. Heute zahlt man für ein gebrauchtes, als Beispiel Pedro Ximénez, Fass deutlich mehr, als man für ein neues Fass zahlen würde, weil man natürlich mittlerweile ganz klar dahinter gekommen ist, wie angenehm es ist, seinen Whisky auch mit solchen Fässern. Wir hatten ja beim letzten Mal zum Beispiel den Lagavulin in der Distillers Edition, der nochmal ein Finish in diesen Pedro Ximénez Fässern bekommt, wie sehr geschmacklich förderlich das Ganze ist. Gut, die Fässer werden, nachdem sie halt gekauft wurden, nochmal überarbeitet. Sie werden sichtkontrolliert, dass sie halt dicht sind und so weiter. Bei gebrauchten Sachen muss man ja mal schauen. Und sie werden ausgebrannt. Man hat das ursprünglich mal aus hygienischen Gründen gemacht, hat dann aber ganz schnell festgestellt, dass das Ganze auch sehr, sehr starke geschmackliche Vorteile hat. Weil, was passiert beim Ausbrennen? Ich habe mir da mal eine kleine Liste zurate gezogen. Also, Ausbrennen heißt logischerweise, wir gehen damit heftig Feuer dran. Wir rösten das Innere des Fasses.
Leicht geröstet heißt zum Beispiel 5 Minuten ausbrennen. Dann sind wir bei einer Temperatur von 180 bis 200 Grad. Beim Holz muss man wissen, es besteht grundsätzlich sehr vereinfacht jetzt mal heruntergebrochen. Ich will jetzt hier keine wissenschaftliche Vorlesung halten, sondern es soll ja im Prinzip für uns Otto-Normalverbraucher einfach nur ein paar griffige Fakten an die Hand geben. Holz besteht für uns interessanterweise eigentlich aus drei Hauptbestandteilen. Das ist Zellulose, das ist Hemicellulose und das ist Lignin. Zellulose sind bald 50%. Das sind, habe ich nachgelesen, gleichartige Bausteine oder ein Riesenmolekül aus Glukose, also viele tausend gleiche Zuckerbausteine, könnte man sagen. Die Hemicellulose ist im Gegensatz dazu aus unterschiedlichen Zuckerbausteinen oder Zuckermolekülen und zum Beispiel Xylose und so weiter. Und das Lignin ist ganz interessant, das habe ich festgestellt, das häufigste organische, nicht kohlenhydrathaltige Material auf der Erde. Diese drei Bestandteile reagieren auf das Brennen unterschiedlich. Und zwar, wie gesagt, bei dem leichten Brennen, da sind wir bei 5 Minuten, 180, 200 Grad. Beispielsweise ab 100 Grad zersetzen sich die ganzen Fette, Öle und so weiter, die natürlich auch noch in dem Holzmaterial drin sind. Danach kommen die Tannine dran, die sich zersetzen. Es entstehen komplexe phenolische Verbindungen und Säuren vor allen Dingen auch. Das ist aber bisher alles noch geschmacksneutral. Und beziehungsweise bis dahin bilden sich nur Bitterstoffe. Genau so war es richtig. Ab 140 Grad, und da sind wir zum Beispiel im Bereich, wo der Röstgrad M schon bei denen beginnt. Das ist dann also so 10 Minuten, 8 bis 10 Minuten. Da sind wir bei 140, 160, 180 Grad. Da zersetzt sich die Hemicellulose. Und dann kommt es auch zu einer Reaktion, die kennen wir übrigens alle aus der Küche. Da gibt es ja diese sogenannte Maillard-Reaktion. Wenn wir einen Braten anbraten, diese Röstaromen, die dabei entstehen, Brot backen, ne, das Backen, die Röstaromen, Kaffee rösten als Beispiel, klassische, eine Bohne, die geröstet wird, und diese angenehmen Geschmacksstoffe, die entstehen, das sind ja diese klassischen Röstaromen, die Chemiker nennen es diese Maillard-Reaktion. Das passiert jetzt auch beim Fass, beim Ausbrennen. Ab 550 Grad beginnt die Zersetzung von dem Lignin, von diesem dritten Bestandteil. Es entsteht zum Beispiel Vanillin, ein so ein Bestandteil, den wir ja sehr, sehr häufig herausschmecken, wenn wir einen Whisky verköstigen. Ab 300 Grad ist dann die Zellulose selber dran. Und dann bilden dann auch die Zuckerbausteine, bilden dann Furune und was weiß ich nicht alles. Interessiert uns weniger. Interessant ist, dass diese ganzen Verbindungen, die da entstehen, dass die also alkohollöslich sind. Ergo, wenn dann halt Alkohol hineingefüllt wird, also dementsprechend Ethanol-Wassermischung, dann ist das in der Lage, auch wirklich diese Bestandteile herauszulösen und dementsprechend in den Alkohol oder in dieses Ethanol-Wassergemisch mit hineinzunehmen. Na, genau, richtig. Ja, da wird teilweise noch bis zu über 450 Grad erhitzt. Da geht es dann also auch um 20 Minuten und länger, sag ich mal. Aber das kommt eigentlich relativ selten vor, sage ich mal, in dem Bereich. Ne? Weil danach entstehen eigentlich keine interessanten Geschmacksstoffe oder geschmacklich interessante Verbindungen mehr, sondern es entsteht eigentlich, ja, man kann sagen, wirklich eine Holzkohle. Es gibt da auch so sogenannte Alligator-Oberfläche, nennt sich das. Können wir uns vorstellen, wenn wir mal ein Stück Holz gesehen oder ein Stück Holzkohle gesehen haben, da gibt es ja wirklich so eine Oberfläche, die so zerklüftet ist, so ähnlich wie die Schuppenhaut von so einem Alligator, sag ich mal. Geschmackliche Stoffe, die in den Alkohol hineingehen, sind da nicht mehr interessant, aber ein anderer Aspekt ist sehr, sehr hochinteressant, und zwar Holzkohle, kennen jetzt auch wieder unsere Pfeifenfreunde, die sogenannte Holzkohlefilter benutzen, hat Filterwirkung. Und diese Holzkohle hat ein irres Flächenmaß oder ein irres Raummaß, darf man sagen. Das heißt, jetzt muss ich nochmal nachschauen, dass ich nichts Falsches sage, genau, 1 Gramm von dieser Kohle, die dabei entsteht, hat eine Oberfläche von 500 Quadratmetern. Und das Ganze ist hochinteressant, weil es tatsächlich in der Lage ist, Whisky aufzunehmen, zu filtern und wieder abzugeben. Und in diesem Filterprozess Produkte wie zum Beispiel Schwefel herauszunehmen. Das heißt, wir haben ja bei dem Brennprozess darüber gesprochen, dass das Ganze ja auch teilweise
Ja, dass Stoffe entstehen, Fuselöle, die man nicht möchte. Und sollte der Brennmeister nicht hundertprozentig aufgepasst haben und es kommt wirklich nochmal vom Ende, nicht nur Mittelcut, sondern auch hinterher vom Ende noch was rein, was man nicht möchte, dann ist die Holzkohle tatsächlich in der Lage, das herauszufiltern. Ich habe mir mal rausgeschrieben, zum Beispiel gibt es da so leckere Aromen wie Kohlgemüse und faule Eier, die also bedingt durch diese Schwefelgeschichte entstehen könnten. Und das kann das Holz natürlich jetzt, oder besser gesagt, die Holzkohle, die da entstanden ist, also auch verhindern. Ganze passiert halt auch immer als Reaktion mit Sauerstoff, weil das Holz ist porös. Das heißt also, es kann natürlich dementsprechend halt auch Sauerstoff hineinkommen und dementsprechend halt auch bei der Reaktion mit tätig werden. Es verdunstet logischerweise auch Alkohol. Das ist dieser berühmte Angel's Share, der Bestandteil oder der Anteil der Engel, auf den immer wieder hingewiesen wird. Sprich, da ist es so, dass dann die Guides dann immer sagen, ah, die Engel über Schottland sind die glücklichsten, weil sie dürfen jedes Jahr tatsächlich so und so viel Prozent. Man spricht immer von 5% pro Jahr, die so ein Fass verliert an Flüssigkeit durch das Verdunsten. Und das dürfen dann die Engel aufschnuppern. Ja, habe ich noch was vergessen? Mal gucken hier. Ah ja, Finishing. Ganz interessant fand ich und auch neu für mich, als ich das nachgelesen habe für euch, war, ich habe am Anfang oder ich habe mich häufig gewundert, warum diese Finishing-Geschichte. Nehmen wir mal jetzt zum Beispiel den 16-jährigen Lagavulin, den wir letztes Mal hatten. Der wohnt ja jetzt 16 Jahre lang in seinem Ex-Bourbon-Fass oder 15 Jahre, drei Viertel und wird dann nochmal für 3 Monate in diesem Pedro Ximénez-Fass nachgereift. Und da habe ich mich häufig schon gefragt, ja, machen denn diese 3 Monate wirklich da jetzt so den Kohl fett, wie wir Westfalen sagen? Also lohnt sich das dann in dem Sinne? Ist das auch vielleicht Werbegeschwafel und so weiter? Und das war sehr interessant, dass dieser Dr. Lunsen oder wie der heißt, von Hiram Walker, ich schlag den Namen nochmal nach, Livermore, Entschuldigung, Dr. Livermore, der hat in dem Rahmen seiner Untersuchungen festgestellt, und er hat darüber auch promoviert, dass dass 50% aller Extraktstoffe, nenne ich sie jetzt mal, die also im Prinzip im Fass vorhanden sind, die dem Whisky angeboten werden können, nach 50 Tagen schon aufgenommen sind. Das heißt, es ist tatsächlich also durchaus sinnvoll, auch mal ein Finish zu machen, was vielleicht nur über wenige Monate dauert. Der Whisky ist tatsächlich in der Lage, diese Aromenstoffe aufzunehmen und zu verarbeiten und mit reinzunehmen, sag ich mal. Gut. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu technisch in dem Sinne. Ist auch sicherlich nicht so tiefgehend erklärt, dass jetzt ein Chemiker sagen wird, nicken wird und sagen wird, jo, das passt alles. Aber ich glaube, man hat mal so einen kleinen Einblick bekommen, was da in der Whisky-Industrie passiert oder was da speziell in Schottland passiert, warum die halt ihren Whisky teilweise nachreifen in kurzen Phasen, Zeitphasen, aber auch halt, was durch diesen geschickten Umstand, dass man gebrauchte Fässer benutzt, eigentlich an positiven Aspekt oder Effekt herauskommt für den Geschmack, den wir hinterher im Glas haben. Jo, ich nehme mir jetzt wieder meine Pfeife und werde die in Ruhe zu Ende rauchen. Euch wünsche ich noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal, euer Rainer. Ciao.